So, komm mal gekommen. Heute mal nicht zu einem Let's Play. So, das noch weg. Sondern zu einem kleinen, ja, wie soll ich sagen, yes. Test oder kurz mal angespielt. Ja, ich denke, das kann man so sagen. So kurz angespielt. Und zwar spiele ich hier mit einer sehr äußerst stabilen Framerate. Ja, was spiele ich hier überhaupt? The Cursed spiele ich. Das ist ein Spiel, das auf der Spring RTS Engine basiert. Gibt es noch mehr verschiedene Mods. Aber den fand ich ganz interessant, also habe ich mir den mal runtergeladen. So zum Testen. Ja, ja. Ja, ja. Und boah, ist der Sound laut. Ist das nur bei mir so? Keine Ahnung. Also sehr cool. Ja, ich habe gedacht, hey, wenn ich den mal teste und so, ne, könnte ich den auch gleich aufnehmen, weil ich nehme sowieso inzwischen jeden Scheiß auf. Also ich habe selbst nicht wirklich Ahnung von dem Spiel. Ich habe mal kurz so reingespielt, beziehungsweise damit ich. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Leck mich am Arsch, heißt ja, ja. Mensch, solche unfreundlichen Leute habe ich. Sniper ist immer cool. Ja, habe ich gedacht, nehme ich es gleich mal auf, wenn ich das Spiel teste, während ich das Spiel teste und oh, ich habe schon einen Radarturm. Die Karte ist gerade ein bisschen. Ich habe schon aber schon einen Radarturm, nur wo? Ach, ich baue einfach trotzdem mal ein. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber ey. Ach, es ist ein Strategiespiel. Ich meine, da gibt es jetzt nicht so viel, was man wissen muss. Baue ich die hier überhaupt richtig auf? Oh, also das ist meine Energie und das ist mein Stahl. So wie ich das richtig verstanden habe. Ist jetzt nicht so der mega komplizierte. So kann ich War Factory nicht bauen. Keine Ahnung. Oh, ist die groß. Sehr abartig. Soll ich das alles hinbauen? Airport, was haben wir noch so? Like Defense Tower, Plasma Tower, Bunker, Church. Church, ja, genau was ich bauen möchte. Eine Kirche. Oh, ich spiele übrigens gegen den Bot. Auch sehr einfach. Weil man will es ja auch nicht zu schwer haben, wenn man irgendein Spiel mal testet. Combat Building Killer. Anti-Swarm. Ja. Kann ich auch nicht bauen, warum nicht? Bauen wir erstmal was Richtiges. Wenn ich Platz dafür hätte. Da habe ich Platz. Bauen wir noch zwei davon, weil wir es einfach können und weil. Ja, da habe ich schon gedacht, hey, es wird hoch ein wenig hier. Und also es gibt bisher, so wie es aussieht, nur ein paar einzelne Karten. Keine richtige Kampagne, aber. Vane? Gibt es da irgendwie so ein Maximum? Oder kann ich da unendlich viel abbauen? Und oh, was haben wir denn da Schönes? Anti-Air, Fast Scout, Sensorbot. Es wird. Das klingt doch gut, das klingt doch gut. So, wir bauen aber vorher noch. Yes. Passt hin. Geht doch. So. Defensiv. Ja, genau. Wände. Wahrscheinlich ist es hier sogar eine gute Idee, Wände zu bauen, aber. Yes. Gut, ich bin zwar kein Freund der Kirche, aber ausnahmsweise bauen wir auch eine Kirche. Und wenn es so ist, dann müssen wir wieder abreißen können. Nein, ich will nicht den Repairboard, ich will. Will ich den Repairboard? Repairboard. Powerplant! Na, das klingt doch lustig. Dauert überhaupt nicht lang, bis das Zeug fertig ist, ja? Und da kommt auch schon der
Feind, der mich jetzt wahrscheinlich gleich mal richtig platt machen wird. Ich glaube, ich habe gleich leichte Probleme, wenn ich nicht schnell ein paar Einheiten ran schaffe. Warum räumen wir mal zwei davon? Ach, der heilt die, ist ja cool. Was? Leck mich am Arsch! Oh. Very easy. Oh, mal sowas. Ey, hört ihr auf? Hört ihr auf? Geht ihr voll? Wir stellen fest, die KI ist auch sehr leicht, sehr aggressiv. Und ich habe aus irgendeinem Grund nur schon wieder ewig wenig Frames. Toll. So funktioniert es also schon mal nicht. Aber man sieht wenigstens, wie lange es noch dauert. Ich habe jetzt gerade sehr eindrucksvoll demonstriert, wie man es nicht macht. Wie man so ganz und gar nicht macht. Also wir merken uns, so macht man es nicht. Hat hier noch so einen Brocken. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen verloren. Kommt da jetzt noch irgendwas? Wohl eher nicht. Oh, Wave 2. Doch, ja, also das lief schon mal total toll. Ich muss es scheinbar beenden. Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ja, Moment. Das ist wahrscheinlich eher für Multiplayer interessant. Wo ist denn die? So, das hat es jetzt gebracht. Ja. Einfach mal aufgeben. Und boah. Das Schöne ist, man kann auch über die Karte die Einheiten auswählen. Aber man kann nicht irgendwie mit der Karte. Kann ja auch verschiedene Einstellungen machen. Aber man kann nicht über die Karte sich Positionen aussuchen und. Ich hätte irgendwie erwartet, dass nur da unten ein Feind ist. Hab mich getäuscht. Ja, so ist es eben, wenn man das Spiel nicht kennt und jetzt muss ich wirklich neu starten. Okay, dann versuche ich mein Glück jetzt nochmal, aber mach's ein bisschen anders. Ich baue erstmal eine Baracke. Euch zwei Pfosten stelle ich mal dahin. Komm, bau. Vielleicht wird es dieses Mal besser. Blaue Punkte. Schieß mit Wasser drauf, dann baut sie es auf. Aber ich finde es schön, dass man hier sieht, wie lange es noch dauert. Das wäre was für 10C. Na, jetzt sind die ganzen Fenster wieder offen. Ich auch gar nicht offen haben will. So, besser. So. Anschließend baust du gleich mal eine War Factory. Und ich brauche hier noch zwei. Hallo? 23 Sekunden. Vor allem sogar noch mit Zehntelsekunden. Ah, da muss ich richtig Mühe geben. Also zumindest so ein bisschen. Haben so getan, als ob. Und du musst jetzt mal kurz hier abbrechen und Mining Unit bauen, geht nicht anders. Die geht zum Glück recht schnell. Kann das auch wieder abbrechen, Moment. Hey, ich will es abbrechen.
Geht nicht. Dann eben nicht. So, du brauchst noch eine Mining Unit. Du baust da weiter. Dann brauche ich Einheiten. Anti-Swarm. Was ist denn da gut? Es ist teuer, das muss gut sein. So, bauen wir mal 5 Stück. Was brauchst du so? Du brauchst noch eine Mining Unit. Hey! Aha, wenn ich zu wenig Energie habe, fallen die Gebäude auseinander, wie es aussieht. Es ist weniger günstig, dann sollte ich mal lieber noch so ein Ding bauen. Kann ich da nicht mehrere hinschicken? Nein. Das ist vielleicht ungünstig. Hey. Dauert zu lang. Ach, verdammt. Verdammten Entwickler, die immer an alles denken. Und die Karte kann ich nicht irgendwie kleiner machen. Ja, man kann sie auch so drogenmäßig gestalten. Oder so weltraummäßig. Was auch immer das bringen soll. Oh. Komm schon, werd fertig. Oh, ist fertig, na endlich. Nein. Ich will die genau da draufsetzen. Keine Ahnung, ob das notwendig ist, was ich nicht glaube, da die Metall Extraction Ding da genauso angezeigt wird, aber es geht hier ums Prinzip. Das Prinzip ist so zu machen. Weil ich es kann. So, fertig aus. Es gibt hier übrigens auch keine Kampagne und so, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Dementsprechend wird es auch kein Let's Play davon geben, weil was soll ich da groß Let's Play? Ne? Ich zeig's halt mal, hab ich mir gedacht. Also ich wollte es mal antesten und kann ich es im Prinzip auch gleich aufnehmen. Hab ich mir gedacht. Wie kriege ich die Karte kleiner? Machen wir die mal in einer etwas kompakteren Größe, dass sie nicht 90% des Bildschirms einnimmt. Boah, wenn du das siehst, ist die Karte zu klein. Kann man nicht irgendwie so von Haus aus aufrüsten? Ich habe zu wenig Mineralien. Das ist jetzt. Vielleicht ungünstig und wie es aussieht, verliere ich auch Strom. Nee. Der immer noch irgendwie Cloaks and Shields. Income, Gain von Power Plants. Ich habe Minus Energie, kriege aber trotzdem mehr. Muss ich das jetzt verstehen oder. Ja, Teams kann man ihn schon zuweisen. Gut. Ja. Leckt mich am Arsch, ich weiß. Muss ich doch mal kurz den Bauch hier abbrechen. Ey, lauf mal nicht so weiter runter. Kann man hier im Moment gruppieren? Nee, nicht patrouillieren. Gruppieren. Wave 1, 15 Ghouls. Ja. Ey, bist du nicht bei 1 dabei? So, da hätten wir schon mal einen Verteidigungsturm. Bunker, Firebase for Soldiers. War doch mal weg, mit euren Füßen. Oh, das geht ja schon voll los. Wow. Oh, geht voll los hier. Reicht das, was ich da hab? Was macht der denn da? Ich weiß nicht, was er da macht, aber haltet ihn auf. Na, kommt schon. Was macht denn ihr anderen? Du anderer. Keine Ahnung, wir machen wieder gar nichts.
irgendwas falsch. Das ist ein guter Moment, um festzustellen, dass das Spiel sich irgendwas falsch macht. Der Aufgabe macht immer nur eine Mining-Mine kaputt. Und apropos Mine, ich glaube, ich muss den Sound noch ein bisschen lauter und leiser laut leis machen. Diese Arschlöcher machen ja alles kaputt. Das soll ein einfacher Feind sein, ja? Hallo? Ja, ganz toll. Was sagt er so richtig? Hey, er ist tot. Toll. Ja. Nee, du hast jetzt gleich mal auf hier zu machen. Machst dir gleich mal da weiter. Killing a Burrow at Current Par. Gibt's ja auch eine Zeit an. Nein, die kommt jetzt nicht schon die zweite Welle, oder? Wirst mir jetzt hoffentlich nur verarschen. Ey, dahin! Ich brauche neue Minen. Ich brauche auch neue solche Bots. Ja, jetzt lass den mal so. Der wird schon nicht gleich sterben. Buah, tot. So in etwa wird das jetzt gleich laufen. Was? Da kommt jetzt schon die zweite Welle. Sollst du nichts angreifen? Sollst ja. Ich glaube, ich will hier gleich nochmal. Möglicherweise auch nicht. Aber es wird jetzt schon langsam mal schön das Ding hier fertig. Was? Wieso baut sie das ab? Ich fall dann mal auseinander. Ja. Oh ja, hauen wir ganz gut rein. Aber der eine wird wahrscheinlich nicht mehr ausreichen. Angst vor mir. Ja. Die Effizienz ist erschreckend. Nicht. Ja, ich muss sagen, dafür, dass es sehr einfach ist, schlage ich mich total toll. Also, ich habe es echt drauf in dem Spiel. Merke ich gleich. Ich mache irgendwas falsch. Daran arbeiten wir nochmal. So. Versuchen wir das Ganze jetzt noch einmal. Ja, ja. Ja, ja. Was auch immer mir jetzt dieser Bonus bringt, den ich mir einfach mal gegeben habe. Ja, das ist das Schöne, wenn man keine Ahnung von dem Spiel hat, man hockt einfach da und denkt sich, ja, das ist ja schön, dass ich auf das überhaupt nicht vollständig sehe, was da noch so steht. Ping 0 Millisekunden. Baracken. Liegt möglicherweise daran, dass ich lokal spiele? Nein, nein. Ah, da oben steht die Zeit, wann sie wiederkommen, sehe ich gerade. Nee, ist die Zeit, wie lange ich spiele. Gibt's da nicht irgendwo eine Zeitanzeige? Ja, da, aber das passt ja nicht. Battle Spawn Time. 45 Sekunden. Steht ja nicht da. Das ist leicht ungünstig. Pyros waren ja ganz effizient, würde ich mal sagen. Aber ich habe keine Ahnung, ob die gut sind. Auf jeden Fall erstmal noch so ein Bot und dann. Brauche ich noch einen Solarkollektor, weil. Ich brauche Strom.
Kein Strom ist leicht ungünstig. Und du baust Plasma Tower und so. Hier hinein. Einige Juni, ich brauche nämlich auch Geld. Würde ich mal sagen, dann kriege ich das vielleicht noch hin. Halt. Dann wird es vielleicht dieses Mal sogar was. Nein. Auch noch ein Solarkollektor, damit mir der Strom nicht unterwegs ausgeht. Ja, fette Raketenwerfer. War noch zwei Pyros. Ich brauche noch mehr Plasma-Tower. So, brauche ich hier noch einen. Wo hier noch einen fetten Solarkollektor. Macht scheinbar keinen Unterschied, dass ich die da nebeneinander setze. Warum soll der es? Ich baue es ja nicht übereinander, dass irgendwie die Sonne oder so verdecken. Gegenseitig, also. So, brauche ich da unten noch einen. So. Warum verteilt ihr euch so weit? Ja, nein. Gibt es hier keine Gruppierungen? Ist leicht bescheiden, möchte ich mal sagen. So, du bist fertig. Energie habe ich erstmal genug, dann würde ich sagen, ich baue eine War Factory. Vielleicht kriege ich sie ja diesmal fertig. Plasma Tower. Yes. Ist das wirklich da hingesetzt? Kann ich mich nicht erinnern. So. Jetzt geht mir schon langsam wieder das Material aus. Egal, ob der Turm wird erstmal fertig. Ich habe das Gefühl, davon brauche ich viele. So ähnlich wie in Warzone. Einfach ganz viele Verteilungstürme bauen, der Feind kommt schon nicht rein. Ja, ich brauche definitiv diese erweiterten Minen, glaube ich. Haben wir auch noch fettere Panzer später? Hm. War ja nie so ein Freund von Walkers. Ich war schon immer eher für so Kettenfahrzeuge. Sensorbot. Kann noch gar nichts bauen, oder? Ist noch nicht fertig. Was ist das denn? Schön, wie ich überhaupt nicht weiß, was es ist, aber was soll's. Ich spiel's ja bloß an und mach hier kein Let's Play. Wobei, selbst wenn ich Let's Play machen würde, ich muss nicht wissen, was es geht. Nein, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Da muss man jetzt nicht so viel wissen. Da gibt's jetzt nicht so viel zu wissen. Airport. Es passt doch da hinten hin, also wird's da hinten hingebaut. Yes, 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 yes. Yes, das nee. Anti-Infanterie. Ich kämpfe aber gegen Ghouls. Was nimmt man gegen Ghouls? So, damit die Zahl hier ein wenig runter geht. Was kann ich denn da so bauen? Dropship. Turtle Heavy Bomber. Interceptor. Und Scout. Scouts. Immer kann man Scouts bauen. Warum? Was ist so toll an Scouts, dass man die in jedem Spiel bauen kann? Ja, es sieht schon viel lustiger aus, so. Läuft doch so viel. Nee. Adventure. Ja, nicht einfach. Oh Gott, muss ich abreisen. Aktisch. Ah, ich kann das nicht einfach drauf bauen. Das ist ja kacke. Das ist mein Reparaturbot. Ah, die machen wieder was sie wollen. Wie reißen jetzt so ein Kackgebäude wieder ab? Muss man doch auch irgendwie können, oder? Abreißen. Repair Attack. Sagst du. Ah, so, okay. So muss jetzt meine. Kann ich das auch bei denen machen? Geht das?
Nein. Bisschen lebendig oder so. So, und jetzt kann ich das Ding da draufsetzen. Ich bin so schlau. Ich bin ein echt schlauer Hund. Oh, Skelette. Ist das schlecht? Was glaubst du denn, was das ist? Hm? Gut. Bauen wir noch zwei davon und ich brauche gleich ein ganz viel mehr Erz. Ah ja, geht noch. Bist du bescheuert? Oh, das ist doch fein. Da fall ich doch gleich mal hin. Warum denn nicht? Ist bestimmt lustig. Nicht. Und die Musik ist aus. Ah, nicht da raussetzen. Ich brauche dringend mehr Materialien. Dringend. Die kommen nicht weit bei der Verteidigung. Verteidigung steht erstmal. Ich wäre froh, wenn das Ding da mal stehen würde. Bist du jetzt hin? Wieso wollen meine Bauernheiten ständig den Feind angreifen? Bauernheiten greifen den Feind nicht an. So. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Hey Baby, soll ich dir mal meinen Bohrer ins Loch stecken? Ja, sehr merkwürdig, wie gesagt. So, dann recyceln wir das Gerätding da mal. So. Hier wird noch ein Bot fertig, den ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr brauche, aber darum geht's jetzt nicht. Du recycelst mal. Moment, 20 Buildings. Create Energie. Ja, wird vielleicht nicht zu genau. Ich könnte noch was damit anfangen mit den Informationen. Heavy Defense Tower. Kann ich die auch irgendwie upgraden? Restore, Repair, Repair. 14 Ghouls. Also wenn man es am Anfang richtig macht, ist es gar nicht so schwer. Du baust mal hier. Oh, 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 oh. Ich brauche Strom, ich brauche ganz schnell Strom. Und zwar so ganz schnell, ne? Ihr wisst schon, so wie in... Nein! Oder weiter! Ah, wohl. Alter, hör mal auf. Ich hab da... Nein! Bau da weiter! Boah! Können wir die nicht irgendwie umstellen, dass wir das nicht machen? Ja, schön, was du da machst. Echt schön. Finde ich total toll. Das ist super, dass ihr da alle mitten zum Feind lauft! Was soll denn der Schrott? Welcher Vollidiot hat die Baufahrzeuge hier entworfen? Oder die Konstruktionseinheiten? Ja, bist du mal fertig heute noch mit dem Kraftwerk? Ich brauch das nämlich ein bisschen dringend. Also... Sofort so technisch, ne? So, jetzt muss ich mal schauen, ob er. Blablabla. Action war. Ah, okay. Ey, lass mich doch mal in Ruhe hier aufbauen. So. Was? Ich hab doch. Und warten. Nein, das sollte. Das hier. So. Warte, boah, aber das ist mir nervig. Die Verteilung hält noch ein bisschen. Kann ich ja das hier bauen. So, jetzt könnt ihr reparieren gehen. Oh, die Soldaten sind genauso bescheuert! Wie sollst du da runterfahren?
Da, das musst du bauen. Generates Energie. Wheels, generates. So. Du hast noch so ein Ding. Ich brauche nämlich, glaube ich, noch mehr Energie. Also viel mehr, nur so richtig viel, einen ganzen Haufen, so einen richtigen Batzen. Hat die eben so einfach mitten in der Luft so einfach mal abgeknickt wieder kehre. Merkwürdiges Spiel. Sehr, sehr merkwürdig. Aber auch nicht ganz uninteressant, wie ich finde. Hat einige nette Dinge. Erinnert mich so eine Mischung aus Warzone und Earth 2150. Warum Earth 2150? Weil da Panzer laufen können. Das ergibt so überhaupt gar keinen Sinn, aber Wayne. Was ich rede, ergibt sowieso selten Sinn. So. Jetzt recycelst du mal das da noch. Gunners? Was machst du denn da vorne? Fahr doch mal weg. Fahr doch mal da weg. Aber ich finde es cool, dass man Gebäude da recyceln kann. Bei näherer Überlegung geht das jetzt ziemlich jedem Echtzeitstrategiespiel. Details, Details, Details. Apropos Details, ich könnte mal das hier bauen. Ich baue mal zwei Panzer, das kann nicht schaden. So, bei näherer Überlegung, Light Defense. Technologiesender. Ich muss bei Gelegenheit auch mal meine Basis erweitern. Es wird hier langsam ein wenig eng. Mit ein wenig meine ich, das wird hier ziemlich eng. Schön, wie der auf den Gegner schießt und er noch gar nicht zieht. Finde ich irgendwie cool. Und dafür, dass ich die Grafik reduzieren musste, sehen die Effekte gar nicht schlecht aus. So, jetzt habe ich richtig fett Strom. Ich baue mal hier noch einen Sensorturm. Wie wär's, wenn du das Ding mal fertig baust? Danke. Ja, repariere den mal. Und mein Panzer, glaube ich, gerade so ein paar kleine Probleme da rauszukommen. Upgrade-Maschine. Oh, okay. Nein. Nein, daher. Und du. Ich will doch. Die da. Fahr du mal weg. Dann kommt vielleicht auch der. Schon fertig? Okay, 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 okay. Ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich könnte ihn. Ich reduziere mal den Speed ein bisschen. Da, demontiere. Das mal. Das macht mir auch den Upgrade mit dem Schiebgenerator. Die Spielgeschwindigkeit wird ja nichts. Das ist jetzt 10 Monate, bis ich damit irgendwas fertig bin. Kannst du das nicht schneller recyceln? Apropos schneller recyceln. Wo sind jetzt meine. Gut, wir recyceln das. Ey, nicht gesagt, dass du jetzt schon aufhören kannst. Ich sage dir das. Panzer haben was. Die haben was drauf. Da rumpst's. Das Schlägenkarton. Was kann ich noch was irgendwas bauen? Was kann ich jetzt so bauen? Heavy Armor Walker, den bauen wir mal. Ich finde so schlecht, wenn die schießen. Gefällt mir. Hat was. Jetzt habe ich Shield-Generatoren, wie sieht das aus? Was macht er denn jetzt noch?
wird das? Was lädt er da auf? Ach, das Shield. Oder wie? Ja. Aber bisher ganz lustig. Können wir da noch irgendwas aufrüsten? Nein. Okay. Null. Habe ich jetzt irgendwie Schilde oder? Das ist jetzt die Frage. Ja, was sind das für Gunners? Das ist wie ein Command & Conquer. Irgendwelche scheiß Infanterieeinheiten halten mehrere Schüsse von Panzern aus. Oh. Ich zeige dir mal das. Und es läuft gerade mal wieder leicht unflüssig. Und aber es sieht wenigstens, wann der Scharfschütze wieder schießen kann. Und scheinbar auch jetzt tatsächlich Schilde. Ui, ui. Was zur Hölle? Seht ihr das richtig, dass der 5 Kanonen hat? 5? Geh doch mal zurück ins Schild, ihr Vollpfosten. Da bewegen sie sich 10 Kilometer von der Verteidigungsposition weg. Ihr Vollidioten, so selten dämlich. Was zur Hölle macht denn ihr da? Boah! Kann ja nicht wahr sein. Was denn? Baue ich nochmal. Da stellen sie sich draußen hin und reparieren da. Will ich mal schießen sehen? Komm, schieß mal auf irgendwas. Könnte schwierig werden, den nochmal schießen zu sehen. Gott. Egal, ich muss weiter Verteidigung bauen. Laser Tower bauen wir mal. Da kommen schon wieder die Gegner. Ich muss meine Basis auf jeden Fall wegen nach außen verschieben, meinen Verteidigungsgürtel hier. Sonst wird es so mal gar nichts. Und ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Video wird. Räum gut auf. Witzlos. So witzlos. Also wer vom Anfang ab sieht. Laser Turret. Wird das Schild automatisch dann auf die Basis erweitert oder funktioniert das hier? Da mehrere dann bauen. Also so macht es schon viel mehr Spaß. Oh, was hat das denn? Wir fügen besser mal noch eine Einheit meiner Truppe hinzu. Du baust immer noch das Kraftwerk. Und läuft doch ganz gut, wollte ich sagen. Plasma Tower, Light Defense, AA Gun, kann ich da nichts Größeres bauen? Vielleicht, wenn ich noch irgendwo eine Church hinstelle. Was natürlich gar kein Problem ist, weil ich habe da praktisch unbegrenzt viel Platz überall. AA Tower baue ich mal dazwischen. Oder nee, ich baue so ein Stück dahinter. Laser Tower. Ah, Laser Tower, perfekt. Ja, doch, gefällt mir. Weiß zu gefallen. Weiß definitiv zu gefallen. Jetzt brauchen wir mal Hardcore brauchen wir. Kommen langsam durch meine Verteidigung oder will ich das noch eins?
So, du hast noch ein Powerplant daneben oder auch nicht. Da hin. Irgendwo ist schon auch verletzt. Ey, du sollst da nicht wegfahren, du sollst das Ding fertig bauen. Mensch, nee. Da verkaufen wir die kleinen Tower da, die bringen eh nichts mehr. Die sind eh stark gegen die großen Dinger. Ja. Ey, ich hab wieder Musik. Und scheinbar wirkt es nur in einem bestimmten Radius, das Schild. Aber das ist ja kein Ding, dann bauen wir einfach noch so ein Gerät. Okay, denke ich mal. So, energiemäßig läuft das schon mal ganz gut. Das Recyceln nur jetzt ewig down wird. Was macht ihr denn da? Ja, viel Spaß miteinander, hä? Gruppenkuscheln mit anfassen. Die Musik hat was. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das freie Musik ist. Wenn nicht... Bone Beasts? Was sind Bone Beasts? Jetzt sind sie auf jeden Fall tot. Bist du fertig? Bist du fertig? Du bist fertig? Ja. Ja, definitiv ist der irgendwie fertig. Dann bauen wir den nächsten mal hier hin. Den kann ich im Prinzip weiter verkaufen, weil da hinten brauche ich es nicht wirklich. Hä? Ist das schwer? Ich kann dem Kraftwerk. Boah, ist das jetzt laut. Ein Wartebefehl geben? Warum? Warte doch ein bisschen später, bis du losballerst. Bis du losballerst. Ich muss definitiv weiter unten noch einen Sensorturm bauen. Weiter unten, weiter vorne. Wie auch immer. Woanders. Bau mal Sensorturm hier hin. Und oder du recycelst mal den Sensorturm. Und ich wollte es nur kurz anspielen und eine Folge hochladen. Ich glaube, ich drehe das Volumen mal noch ein bisschen runter. Und Musik habe ich einfach gerade keine, oder? Definitiv keine Musik. Und was wollte ich sagen? Ja, ich wollte es im Prinzip nur kurz anspielen, so eine Folge. Ne? Ich sehe sie nicht. Ah, das ist die Lufteinheit, das ist voll unfair. Ich habe nicht ausreichend Luftverteidigung. Ausreichend Luftverteidigung. Vielleicht soll ich mal welche bauen. Jetzt mal dahin. Und dahin. Das ist schon gefährlich. Das ist ja, ja. Wie sie einfach im Kreis rumfliegen. Wird mir total wirr im Kopf. So, was machst du jetzt? Du reparierst das Kraftwerk. Gut. Jetzt kann ich. Ne, das Schild erweitert sich wirklich nicht, also muss ich es weiter unten nochmal hinbauen. So. Den wir geklärt hätten, bauen wir hier noch eins und. Nein. Wie soll ich denn das wieder als eine Folge hochladen? Das wird wieder so ein 5 GB Video werden, wie das Dingsbums Video. Das Dingsbums. Bist Bescheid, ne? Ich könnte doch zwei Anti-Air-Einheiten bauen. Fast Scout.
Und einen Scout werfen auch noch in die Warteschlange. Obwohl, bin ich bescheuert. Wirf den wieder raus, dann bauen wir lieber so einen Scout. Da geht aber was. So, hatte ich nicht noch irgendwo so eine Einheit rumstehen, die nichts tut? Wusste ich doch, dass da noch einer rumsteht. Was da noch ein Anti-Air? Ich hab dir nichts mehr zu lachen. Ihr Pfeifen, ihr Dummen. Also ist es eben, was ich mit mir, dem Besten der Besten, anlege. Dass ein Einheit nicht Truppe 1 zugewiesen hat. Ah, schlauer Hund. Jetzt baue ich da hinten noch einen schweren Laser und dann hat sich die Sache erledigt. Und du machst mal was Sinnvolles und ich zeige jetzt mal diese ganzen Türme, die stehen mich alle im Weg. So. Schild dauert noch ein wenig. Oh. Ich sehe dieses Ding. Muss ich wahrscheinlich vernichten, gehe ich jetzt mal aus. Das sieht mir so wie so ein Orca-Verschnitt aus. Was es vermutlich auch darstellen soll. Oder es heißt Zerschnitt. Ihr wisst schon, was ich meine. Was ist denn der Spaß? Hat überhaupt nicht drauf? Nicht hat er. Dicker Void. Boah. Davon werfen alle zwei noch hin, zwei in die Warteschlange. Dann braucht noch ein wenig Luft anscheinend. Ein schwerer Bomber. Fast Anti-Aircraft. Greife das Ding da mal an. Hey, fahr da nicht hinterher, mach lieber was Sinnvolles. Zeig dir den Schrott da mal. Hey, ist nicht kaputt. Hey, jetzt ist kaputt. Oh. Was ist das denn? Das haben gerade viel zu tun. Ah, nicht noch so. Schwierig, die Lasers. Stell sie erstmal hier und mehr, das ist mal alles weg. So muss das sein. So, hier. Dreht mal wieder gegen die Lautstärke an. Was ist los? Was hat er gesagt? Sagt, dass er ein dummer Spaß wie ist. Was macht denn ihr da? Was für wegen der Verteidigung? Boah, ist das jetzt selber dämlich. Ich zeige dir mal das da. Aber cool, dass man es sieht, wenn sie wieder schießen. Wenn sie denn mal wieder schießen. Das ist jetzt scheinbar noch nicht ganz so sicher. Dreh's mal lieber noch ein wenig runter. Aber dann versteht man nicht wieder. Dreh's wieder hoch. Hätten wir gerne. Sind jetzt bald mal alle tot? Gut. Sind alle tot. Ich kann den abernten. Ernte ihn ab. Was habe ich jetzt noch nicht gebaut? Ein Church. Passt jetzt dahin. Bringt so viel, null. Ich fahre lieber mal in meine sichere Basis. Denn da ist es sicher. Aber in ernsthaft hätten wir nicht gedacht. Ich muss sagen, das ist ganz lustig.
bisschen merkwürdig, aber was kann ich denn da bauen? Lila, was? Nee, Unit. Ich kann doch dann noch irgendwas bauen. Sanktum. Dauert doch nur 41 Sekunden. Warum steht ihr schon wieder... Warum steht die Artillerie schon wieder ganz vorne? Wieso ist das in jedem Strategiespiel dasselbe? Immer und immer wieder. Und wo schießt ihr hin, bitteschön? Guck mal, wie wir schießen können! Oh Gott. Kann ich noch irgendwas Besseres bauen irgendwann? Oder? Habe ich die maximale Tech-Stufe schon erreicht? Ach ja, der Feind hockt übrigens da unten. Gut. Damit ist hier mehr oder weniger keine Ruhe eingekehrt. Was bringt uns das jetzt? Generates Energie. Ich baue mal einen Paladin, vielleicht taugt er ja was. Ich glaube, ich habe jetzt alles gebaut, was man so an Einheiten, Technologie haben kann. Das Modernste vom Modernen. Merkt man richtig. Oh cool, da läuft noch was übrig. Schön gemacht. Ja, wir können uns bauen. Wie bleibt denn mein... Dauert auch noch 18 Sekunden. Aber so eine Zeitanzeige wünsche ich mir bei 10C auch mal. Weil genau weiß, wie lange man denn noch warten muss. Und ob das Warten noch lohnt oder ob man gleich mal aufgibt. Ja, das will ich jetzt mal wissen. Krieg mal da rüber. Aha, ja, Fast Mela eine, ey, Fast Scout. Ah, die sitzen direkt vor meiner Basis. Na, das ist kein Wunder, dass die mich so schön treffen. Yeah, volles fette Maschinengewehr drauf. Ich bin gelinde gesagt nicht beeindruckt. Haben wir irgendwas Besonderes? Nein. Hier ist ein heilloses Chaos. Das ist das, was so komische Geräusche macht. Ja, dann machen wir hier mal erstmal alles platt und hören vielleicht die Angriffe ein wenig. Der ist wirklich schnell. Das muss man ihm lassen. Vielleicht nicht effizient, aber zumindest schnell. Dann ist da wahrscheinlich auch noch ein Punkt. Ach nee, die habe ich schon ausradiert. Ne? Aber wir können ja zum Glück nicht in die Luft schießen. Gut, bauen wir noch zwei davon. So sieht das gut aus. Was haben wir denn dann noch so irgendwo unterwegs? Das sieht doch so komisch aus hier im Gelände. Na, Bingo. Mach mal kaputt. Ach, ich hatte doch Bomberbaum, bin ich total bescheuert? Das war eine rhetorische Frage und wirklich keine Antwort. Basisverteidigung steht. Very easy ist genau mein Schwierigkeitsgrad. Und 100% Bonus. Was bist du denn? Wo bist du denn hin? Ey, du Fahnenflüchtiger! Was? Kommst du jetzt her? Was muss ich jetzt tun, damit wir das angreifen? Oder drehst du jetzt erstmal lustig deine Runden? Er dreht erstmal lustig seine Runden. Na,
Was zur Hölle? Wo schießt denn du hin? Der kriegt das alleine platt und die Bomber brauchen 2 Stunden oder wie viel? Ah, tschüss. Hallo, wo sind meine Bomber? Und der Müll. Ich hätte euch die 2 doch zugewiesen. Ja, äußerst effizient, diese Bombe. Also muss man schon wirklich sagen. Schön, wenn wir angriffsweich weiter ist passiert. Ja, da wird das Rennen dann so richtig schön schnell gehen. Na, bewegt euch mal. Hoppen wir mal weg. Damit wir mal zeigen, wer hier der Boss ist. Also ich schon mal nicht, ne? Aber darum geht's ja nicht. Wird auch alles, was ich gebaut habe, für. Ja, dann werft mal eure Bomben ab, oder was auch immer ihr da werft, oder schießt, oder keine Ahnung. Oder dreht das für 2 Stunden Kreise, ihr habt schon recht. Also Bomber-KI ist wirklich sehr merkwürdig. Ja, Fliegersbombe, halbe Karte! Passt schon. Speichern kann man hier nicht, ne? Nee. Was soll's. Ich hab ja einen Scheitholz. Ah. Kommt ihr das heute nochmal weg oder so? Landen sie, verstehst? Hallo, nicht landen, angreifen, du Vollidiot. Ja, ich glaube, da muss ich mit schwerem Geschütz hin. Beziehungsweise, ich glaube, die Zeit ist gleich um. Oder ist das nur die Optimalzeit? Ah! Ja, das Ding kriegen die doch nie klein, so wie die schmeißen. Ach, jetzt auf einmal trefft ihr die Gebäude. Tolle Sache. Ihr habt's voll drauf, Jungs. Ey, sie haben's platt bekommen. Hat auch nur 3 Bomber gekostet. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Echt, ich bin... Ach, leckt mich am Arsch. Ja, das mit der Bomber-KI. Ich sollte sie nochmal überarbeiten. Aber ich muss sagen, sonst war ein ganz lustiges Spiel. Kein... Der Hive ist Inkerit. Ist das jetzt gut oder schlecht? Das ist Ingerit. Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Was bedeutet das jetzt? Ach, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal all meine Einheiten und fahren mal los und schauen, was passiert. Ich meine, Verteidigung steht ja, von daher kann da jetzt nicht so viel passieren. Außer, dass ich verliere, aber ja. Oh, ich spiele fast schon eine Dreiviertelstunde. Was ist das denn? Was zur Hölle? Ah! Was ist das denn nun? Ich hab gerade einen meiner MLS gekillt. Bei näherer Überlegung ziehe ich mich nochmal zurück. Naja, gegen meine Luftabwehr hat er nicht viel Chancen. Das sieht ja keine Luft. Ey, keine Luft. Ja, habe ich die Luftabwehr gebraucht? Ja, aber irgendwie.
bist ein Sensorbot? Okay. Soll mir recht sein. Ah, tötet sie doch mal alle. Ja, was war denn das jetzt gleich wieder? Kommt gleich mal an, Jungs. Die Wegfindung ist also eine Sache hier. Es ist so schwer, eine vernünftige Wegfindung einzubauen, Jungs. Das meine ich jetzt so allgemein gefasst, so gegenüber allen möglichen Rollenspiele. Warum ist die Artillerie schon wieder ganz vorne? Das muss ich mal erklären. Habe ich da überhaupt das Richtige eingestellt bei der KI? Ach, passt schon. Zu demonstrieren reicht's ja. Bonebeast Skeletons. Können wir jetzt mal am Arsch lecken, ich marschiere jetzt mal durch. Greif doch mal an hier. Ja, mal gar nicht. Ja, die kommen nicht weit. Ach, die Andi. Das Andi, er kann auch in den Boden schießen. Realistisch gemacht. Muss man zugeben. Realistisch gemacht. Im Gegensatz zu so manchen anderen Spielen, wo das nicht geht. Ah, schieß doch mal zurück, Jungs. Das falsche Team hier. Warum belästigt ihr mich? Ich will euch doch nur töten. Einfach in Ruhe euch töten lassen? Scheinbar nicht. Sterbt doch mal bitte. Besten Dank für die Blumen. Nein, vielen Dank, verdammt. Notiz, mehr Panzer bauen. Oder Verteidigungsroboter oder. Boah, ich sehe noch ganz gut aus. Was sind das überhaupt für Knochenviecher, die Kanonen mit sich rumtragen? So, fangen wir erstmal dann auf. Fahren, oder laufen, je nachdem. Ob man Füße hat oder Ketten. Fünf Kanonen. Ich weiß ja nicht, wer sich den Scheiß ausgedacht hat, aber es gefällt mir. Boah, es ist so witzlos. Ich hab überhaupt keine Chance. Schon so komisch schießen hier. Egal, also weiter schießen. Nur nicht aufhören. Das funktioniert immer. Was war das jetzt eben? Will ich das überhaupt wissen? Wir stehen nochmal weiter. Aber wenigstens greifen wir von ganz allein die Gegner an. Ihr habt einen Spaß, ne? Ja, ihr habt Spaß. Bauen noch ein paar davon, noch ein paar davon, noch ein paar davon. Oh, das wird sogar richtig hintereinander gemacht. Luxus! Das wünsche ich mir auch in Command & Conquer. Aber da reduzieren sie immer die Funktionen. Ich meine, wer will schon Sammler haben? Pff. Ist ja ekelhaft, Sammler. Tja. So, das Ding machen wir noch platt. So, das Ding auch noch. Spielzeugkanönchen hier. Läuft doch gut. Es läuft doch. Ich frage mich, ob da noch was sein könnte, so wie kantig da ist. Dass man nicht mehr auf die Karte scrollen kann, finde ich ein bisschen komisch gemacht. Ich
Ich könnte es natürlich auch einfach so machen. Geht das? Moment, wenn, dann muss ich es so machen. Es geht. Sehr schön. Bist du da gerade eben einfach mal voll in den Gegner reingefahren? Oder gelaufen oder was auch immer? Aber das finde ich deutlich besser gemacht als in anderen Spielen. Sie laufen eigentlich weiter und schießen gleichzeitig noch im Feind. Gut, vielleicht habe ich auch mit zu wenig neue Spiele gespielt, Strategiespiele gespielt. Mal schauen, ob wir es in der geplanten Stunde schaffen. Gut, wahrscheinlich werden sie alle das meinen, oh, das ist total scheiße und so und... Das sind Laserkanonen. Ich glaube, damit fange ich demnächst immer an, wenn ich irgendwas auf... Wenn ich irgendwas spielen will und schauen will, ob es cool ist, nehme ich es einfach mal auf und... Ist dann, keine Ahnung, angespielt oder so. Oder so. Eine Stunde und dann... Was ist das denn? Dunkel. Ist gut mungeln. Apropos mungeln. Brauchen wir noch so einen Scout hier. Das ist wieder so eine Cursed Hand. Heavy Defense Tower. Die mit stinkenden Eiern oder sowas auf mich schmeißen. Ja, das sind stinkende Eier. Sieht man gleich. Das ist ja lächerlich. Spielzeug. Ich sag's ja immer, pure Waffengewalt löst jedes Problem. Und wenn nicht, hat man einfach zu wenig pure Waffengewalt genommen. Du bist doch in der Produktion. Ach, produziert noch wie die Hölle. Ich müsste ja auch irgendwo Scout haben. Na, wenigstens kann man über die Karte Befehle geben. Mach mal Platz hier. Und 27 Enforcers? Was sind Enforcers? Egal. Kann hier nicht mehr stehen, oder? Doch. Ich hab bald gewonnen haben. Player Aggression Rating. Each Pit Killer increases Aggression by 1. Xeef Rating increases by 1. Per Rating. Each Pit. You took the chicken. Statistiken und alles. Hier ist nichts mehr. Okay, dann geht's da weiter. Na, da ist doch bestimmt noch was. Oder? Nee, da war ich schon. Da habe ich schon aufgeräumt. Gut, dann geht's da lieber weiter. Was ist denn hier los? Das Schild nicht mehr aktiv. Boah, was sind das denn für Typen? Jungs, rückt mal aus. Rückt einfach mal aus und... Oh, jetzt soll ich mal was gegen die machen? Ah, Ivo, nicht nötig. Ist doch gar nicht nötig. Ich finde da noch was. Das war's. Was ist denn nur noch hier? Gut, alles wird gut. Boah. Mensch, die hat mich ja fast ordentlich in den Arsch gefickt. Ich habe hier gerade wieder wunderbare... Also bei solchen Framedrops hätte ich ja gleich in... Weil ich sagen muss, das 7. Framesub läuft doch recht flüssig. Gut, das ist ein Strategiespiel, ne? Hätte ich das gewusst, dann hätte ich gleich in höheren Einstellungen aufgenommen. Ah, man kann also auch mit dem Mausrad scrollen. Das meint jetzt die bei jedem Fall. Ne, das wird nichts. Moment.
So lustig. Also wir laufen so und dann so und so und dann habe ich hier die perfekte Strategie. Funktioniert nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Nie macht irgendjemand, was ich sage. Oder? Das könnte man auch mal als Abonnenten-Battle machen. Und ich sehe hier irgendwas. Also ich sehe es nicht. Ich weiß nur, dass da ein Punkt ist. Und was ist das denn für ein Riesenhaufen hier? Ich weiß bloß, ich weiß nicht mal, was da für eine Einheit ist. Ich weiß bloß, dass da eine Einheit ist. Aber wir schießen erstmal mit Panzern drauf, weil es ist immer gut, erstmal auf irgendwas völlig Unbekanntes mit dem Panzer zu schießen oder ein paar Atomraketen reinzuballern oder was weiß ich. Einfach mal wieder den Weltuntergang heraufzubeschwören. Ist immer gut, da macht man nie was verkehrt. Ist da noch mehr Verteidigung? Die werden langsam wie echt dreist. Na komm schon, mach das Ding da mal platt. Ich muss sagen, die KI, also gut, andererseits, ich bin Alarmstufe Rot vielleicht gewöhnt. Dagegen wirkt wahrscheinlich jede KI. So, jetzt müsste hier langsam mal Feierabend sein. Oh, dreh ab, dreh ab. So viel zu dreh ab. Ich hoffe, das wird wohl nichts mehr dieses Mal. Ich hoffe, das war dann das letzte. Du bist auch das letzte. So, das muss doch dann langsamer gewesen sein, oder? Panzer gebaut und brauchen wir noch einen Scout. War es das jetzt nicht? Ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass das war. Ach, warum soll ich denn jetzt wieder verkrochen? Nee. Hä? Oder endet das Spiel nicht, wenn man alles vernichtet hat? Wissen wir gleich. Ich kann auch den Speed ein bisschen aufdrehen. Was geht denn hier Maximum? 3-0? Nehme ich. Vielleicht hätte ich mir erstmal durchlesen sollen, was überhaupt genau das Ziel ist. Ich würde fast sagen, ich habe gewonnen. Ja. Genau, scrollen dann. Weil es ist nicht mehr da. Ich werde auch nicht mal angegriffen. Von daher müsste ich jetzt gewonnen haben. Schön Wave, bla bla bla. Soll das jetzt so sein?
Oder habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich habe mal wieder das Spiel gebuggt. Toll! Aber doch, ja, wenn man den ersten Angriff dann überstanden hat und... so halbwegs eine Basisverteidigung aufgebaut hat, geht das? Oh, da kann man sogar ein Perle setzen. Warum sollte man es landen lassen? Hat doch keinen Benzintank, oder? Moment. Nein, verbraucht immer noch genug Energie. Ja, ich würde sagen, dass die Framerate hier nicht mit der Fraps Framerate exakt übereinstimmt. Und es ist 3.21 Uhr. Also ziemlich früh am Morgen. Ja, ich bin sehr früh aufsteher. Schon klar. Ja, nachdem jetzt hier wohl nicht mehr viel passieren wird, kann ich aus der Karte rausfliegen. Nein. Schade. Würde ich sagen, das war's mit meinem kurz angespielt. Muss sagen, ganz lustiges Spiel, doch hat was. Wird sicher auch irgendwann mal als Abonnenten-Battle kommen. Mal schauen, wie es dann genau im Multiplayer abläuft, das Spiel. Hier werden noch lustige Panzer gebaut. Ja, genau solche Geräusche stelle ich mir in der Kirche wirklich vor. Habe ich noch irgendwas nicht gebaut? Ich habe noch nicht einen Bunker gebaut. Bauen wir mal schnell einen Bunker. Das habe ich noch nicht verteilt. Oh, eine Verteidigungswand. Bauen wir noch schnell. Was ist das denn für eine Wand? Vor allem, wie drehe ich die? Hä? Was wird das jetzt? Ach, der reißt das Ding ab und dann... Okay, kann ich da auch... Nee, nee, oder? Okay. Wie krieg ich den da wieder raus? Ach so, okay, das kann ich da noch neu stellen. Kann ich da auch einen Panzer reinstellen? Nee, geht nicht. Nee, nee. Das wäre jetzt auch zu merkwürdig gewesen. Kann ich da reinstellen? Ja. Es wirkt irgendwie bisschen komisch, aber hat was. Noch irgendwas, was ich noch nicht gebaut habe? Nö. Einfach mal so aus Testzwecken. Wow, vor der Wand, ne? Unglaublich angsterregend. Lass dich doch mal anvisieren. Was haben wir da noch? Oh. Oh, Panzersperren, ne? Das ist ja richtig gefährlich. Gut. Also, das war's mit meinem kurz angespielt. Kommt vielleicht irgendwo mal als Battle oder Abonnenten-Battle. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Vielleicht interessiert euch das Spiel auch. Also Download-Link wie immer in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Und ja, bevor ich jetzt noch 2 Stunden hier rede und die Renderzeit noch weiter ins Unendliche treibe, / die Videogröße, treibt Elials. Pits alive. Ich kann den Text ein bisschen schwer lesen. Moment, da lebt noch einer? Wo soll der bitte denn leben noch? Okay, ich spiele das jetzt. Aber wenn da noch einer lebt, muss der noch irgendwo anders sein. Aber wo? Hä? Was
Ding mich verarschen, das Spiel? Ja, da kann nichts mehr leben. Weil wenn noch irgendwas leben würde, dann würden hier noch Gegner kommen. Oder habe ich das Spiel jetzt wirklich gebuggt? Liegt wahrscheinlich irgendwo hier, so außerhalb der Karte. Also, da ist irgendwie überhaupt nichts mehr. Was soll denn das sein? Ja gut, was auch immer das jetzt ist. Ich nehme es jetzt einfach mal so hin. Ist unsichtbar oder keine Ahnung. Ja, also das war so mal kurz angespielt. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Wenn nicht, ist das ehrlich gesagt euer Problem. Ich finde das Spiel ganz amüsant. Hätte ich gewusst, dass die Framerate so extrem einbricht. Unterwegs. Hätte ich gleich höhere Einstellungen genommen, glaube ich. Also das ist nicht das grafisch Beste, was es gibt. Wobei ich sagen muss, es sieht gar nicht so schlimm aus. Auf den Einstellungen. Und es hat irgendwie irgendwas von einem Tower Defense Game. Nun reicht es aber langsam mal wirklich. Ich gehe dann glaube ich auch nachher erstmal ins Bett. Ja. Also das war's mit meinem kurz angespielt. Könntest du jetzt nochmal anschauen, weil ihr habt eh nichts zu tun. Ich auf jeden Fall sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.